Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Wieder mal 18 Eier am Start, die jetzt für euch aufgehen. Die Alola-Eier natürlich. 7 Kilometer, aber man musste ja nur 4,7 dafür laufen. Und da ist gleich das erste Kontinentale dabei. Ein Pandimus, was 2007 Sternstaub gibt, hat sogar den besten Satz. Denn diesmal habe ich es wieder geschafft, ein Sternstück einzuwerfen. Habe auch ein paar Sachen mitgenommen unterwegs. Leider immer noch kein shiny Kleinstein dabei, wo ich gesehen habe, dass viele das schon bekommen haben. Das nächste ist ein Dickdarm mit 1200 Staub. Auch wieder bester Satz. Ich drücke das jetzt wieder ganz schnell durch. Wir haben ja keine Zeit, da kommen die Geschenke rein. Ihr seht, es ist 7.55 Uhr. Der frühe Ramses schlüpft das Ei, ihr wisst Bescheid. Ein Sandan hinterher mit 1200. Und natürlich auch der beste Satz. So. Ich hoffe natürlich immer noch auf ein gutes Tauros oder ein gutes Kangama. Die Straßenkehrmaschine ist wieder mal so laut am Start. Das nächste Mal muss ich mir was anderes suchen, wie dieses Mauzi. Jetzt habe ich nicht auf den Sternstaub geachtet, aber das ist bei dem Teil ja eh egal. Leider auch nur zweiter Satz. Können wir gleich wieder wegmachen. Und jetzt kam schon eine Benachrichtigung, beziehungsweise geht jetzt die Mitteilung rum, dass Dick da im Ei ist. Nein, aber das wussten wir ja schon. 1200 Staub und bester Satz. Nein, die Dioxys soll also jetzt wirklich als X-Raid kommen, demnächst. Es ist noch nicht genau bekannt, wann, aber er wird kommen, das steht fest. Also der offizielle Nachfolger von Kleinstein. Kleinstein dabei, 2400, das ist wenigstens mal eine Nummer, das ist eine Ansage. Leider auch nur zweiter Satz. Also Dioxys, offizieller Nachfolger von Mewtwo im X-Raid. Und so hat das alles auch einen Sinn, dass Mewtwo raus ist. Noch ein Dickter hinterher mit 1200. Zweiter Satz. So. Da haben wir noch ein Ei. Und ich hoffe, ihr habt natürlich alle eure Mewtwos abgeändert und habt nochmal Spukball verpasst. Weil Spukball wird es danach nicht mehr geben, genauso wie Hyperstrahl. Ein Vulpix wird es weiterhin geben mit 1900 in den Alola-Eiern. Hier auch bester Satz. Und eins haben wir noch, oder zwei, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall, ich hatte gestern gar nicht so viele TMs, wie ich benötigt hätte, bei 25 Mewtwos die Attacken zu ändern. Ein Porygon mit 2064, aber auch leider nur der zweite Satz. Das war's jetzt, glaube ich. Genau, wir können nochmal das Carpador hier antippen und schauen. Shiny Check ist aber leider keins. Ich habe auf jeden Fall gestern noch meine ganzen TMs rausgeballert, habe Mewtwo noch abgeändert, habe überall Spukball draufgeknallt. Können natürlich auch Überstrahl machen, das sind ja beides dann Legacy-Moves. Und dann kann ich sagen, Dioxys kann kommen, Deoxys. Denn es bleibt spannend, es geht immer weiter, ihr wisst Bescheid. Und auch die Eier gehen weiter, ich melde mich zurück mit den nächsten 9 Stück. Also bis später. So, da bin ich wieder und ihr werdet es nicht glauben, der Ramses hat keine Eier mehr. Eben habe ich noch davon geredet, ich melde mich zurück mit den nächsten 9 Eiern, wenn es wieder soweit ist, aber ich habe keine Eier mehr, ich kann keine Eier mehr brüten, nichts, ich bin so bekloppt, ich glaube das Spiel macht mich langsam fertig. Ich bin gestern nämlich, habe ich gedacht, okay, du nimmst schon mal die restlichen 20 Geschenke an, dass du schon mal ein paar Eier drin hast, wenn du nach 0 Uhr andere Geschenke annimmst, dass das wieder vollgefüllt ist mit 9 Stück, die du noch frühst gleich ausbrütest. Und ich sitze also gestern so da, auf der Toilette. Ich sitz hier auf der Toilette, der lieben langen Tag. Und öffne ein Geschenk nach dem anderen und gucke in die Eier rein und sehe, es sind gerade mal 4 Eier drin. Und ich denke mir, das kann doch gar nicht sein. Öffnest du nochmal 6 Geschenke und ich gucke wieder in die Eier rein und es sind immer noch 4 Geschenke. Und dann gucke ich auf meine Pokémon und sehe 1500 von 1500 und denke mir, oh mein Gott, da kann ja gar kein Ei dazukommen, wenn die Pokémon-Box voll ist. Dann habe ich ein paar gelöscht.
Aber dann war das Geschenkelimit auch schon aufgebraucht. So habe ich gedacht, ist ja nicht schlimm. Ich habe 4 Eier und ab heute Morgen kann ich ja 20 neue Geschenke annehmen. Habe ich also 8 Geschenke geöffnet ungefähr und hatte dann meine Eier voll. Hab die ausgebrütet eben, wie ihr gesehen habt. Hab mich dann gefreut. Jetzt mache ich noch die restlichen 11 Geschenke auf. Und aus den 11 Geschenken nur 2 Eier bekommen. Es lohnt sich jetzt wirklich nicht, extra nochmal 5 Kilometer zu laufen für 2 Eier. Deshalb brüte ich jetzt überhaupt nichts mehr aus. Werde auch heute einfach nicht mehr zocken. Hab die Nase gestrichen voll. Werde jetzt warten, bis es nach 0 Uhr ist. Werde dann wieder 10 Geschenke annehmen, in der Hoffnung, dass die 9 Eier voll werden, dass es morgen wieder 18 Eier gibt. Aber werde es heute dabei belassen, dass ihr nur die 9 Eier seht. Ihr wisst Bescheid, mit Deoxys habe ich vorhin noch angesprochen. Deoxys, der wird jetzt bald kommen. In X-Rays natürlich, ist eine Riesensache. Und ich habe erst gedacht, wirklich, es ist kacke, dass man die ganze Zeit X-Rays gemacht hat und Mewtwo gefarmt. Und jetzt wird das wieder jedem hinterhergeworfen. Aber okay, dadurch, dass ich Spukbahn und Hyperstrahl jetzt Legacy gemacht haben, hat man trotzdem wenigstens noch einen Unterschied. Und es hat sich irgendwo doch noch gelohnt, dass man überhaupt X-Rays gemacht hat. Habe jetzt also meine 25 Mewtwos aus dem X-Raid. Und ja, den meisten habe ich jetzt Spukball gegeben und mal gucken, wenn jetzt neue kommen. Vielleicht gibt es auch nochmal ein 100%iges, also hat man dann ja mehr Chancen. Ist also doch alles gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Das Einzige, was schlecht ist, ist mein Verstand und mein Gedächtnis. Deswegen raff ich nichts mehr. Gestern habe ich meinen Geldbeutel beim Arzt vergessen. Ich sitze da einfach drin. Geh nach Hause, dann rufen die an und sagen, Herr Hess, Sie haben doch Ihren Geldbeutel hier vergessen. Ich hab gedacht, mein Schwein pfeift oder mein Pferd wird. Grüße an Philippone. Auf jeden Fall richtig krass. Das war's für diese Folge. Diesmal nur die Hälfte, weil Ramses hat keine Eier mehr. Ich sag's euch. Habt ihr auch keine Eier? Habt ihr Eier? Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer eierloser Ramses.